von der Diätberatung am Institut für Tierernährung der Veterinäruniversität in Wien. Herzlich willkommen, da steht sie auch schon in Startposition. Und außerdem Frau Dr. Hemmer Schichtl-Bedit vom Kleintierambulatorium in Gradkorn. Und ich freue mich schon sehr auf die diversen Vorträge. Dann auslernen tut man nie, und auch wenn ich immer wieder bei Minimetiere dabei bin, es gibt immer wieder was Neues zu hören. Man kann dann anregen, darüber diskutieren, jeder hat andere Erfahrungen. Und ich freue mich auch dann schon sehr, wenn Sie mit uns mit diskutieren und Ihre Fragen stellen. Und es gibt keine dummen Fragen. Ja, das ist wirklich wichtig. Was immer Sie interessiert, stellen Sie die Frage. Sie haben die Möglichkeit, heute hier wirkliche Fachexperten kostenlos noch dazu zu Rate zu ziehen. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Und übrigens in diesem Fall auch gleich ein großes Dankeschön an unsere beiden Referentinnen, denn sie tun das kostenlos, damit Sie auch kostenlos diese Minimetiere-Vorträge besuchen können. Und ich glaube, das sollte man applaudieren dafür. Das kommt extra hin. Kostenlos. Ja, wir bedanken uns natürlich auch bei der Universität, die uns hier diesen Saal zur Verfügung gestellt hat. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir im Frühling, wenn wir wieder da sind, diesen Saal ordentlich füllen würden. Sagen Sie es einfach weiter. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Und wenn Sie Anregungen und Vorschläge haben, welche Themen Sie interessieren würden, dann bitte schreiben Sie das doch auf den Fragebogen drauf, den Sie erhalten haben. Den geben Sie dann beim Verlassen des Saales wieder ab. Oder Sie lassen ihn einfach liegen und wir sammeln ihn ein. Uns ist natürlich wichtig, dass Sie auch zufrieden sind. Wir können nicht immer wissen, welche Themen Sie interessieren. Einfach draufschreiben, wir werden auf jeden Fall reagieren, oder? Genau, so machen wir das. Ja, und ich darf auch schon darum bitten, dass Sie mit Ihrem Vortrag beginnen. Nur noch eines vorweg, das ist uns ganz, ganz wichtig. Das darf ich jetzt vorlesen. Sehr geehrte Minimetiere-Referentinnen, wie Sie wissen, ist es den Organisatoren und Verantwortlichen ein besonderes Anliegen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstklassige und unabhängige Gesundheitsinformationen zu liefern. Wir bitten Sie daher recht herzlich, in Ihrem Vortrag keine Medikamentennamen zu nennen, beziehungsweise keine Werbung für Arzneimittel zu machen. Es sei denn, eine Frage aus dem Publikum bezieht sich konkret auf ein bestimmtes Medikament. Darüber dürfen Sie dann auch sprechen. Ja. Also wenn Sie zu einem bestimmten Medikament oder auch zu einem bestimmten Futter, Mittel, was immer Sie füttern, Fragen haben, Sie dürfen es auf jeden Fall benamsen. Nur hier in den Vorträgen darf das nicht sein, weil das könnte ja Schleichwerbung sein und das wollen wir natürlich auf keinen Fall machen. Ich freue mich schon auf den Vortrag und wünsche Ihnen auch gute Unterhaltung bzw. dass Sie viel Wissenswertes erfahren. Danke. Danke für die Einführung. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Auch ich freue mich, dass so viele von Ihnen heute gekommen sind, um sich über die richtige Ernährung von Hunden und Katzen zu informieren. Mein Name ist Stefanie Handl. Ich darf mich kurz vorstellen. Ich habe Veterinärmedizin studiert an der Veterinäruni in Wien und habe mich dann eigentlich schon ab meiner Doktorarbeit mit der Ernährung von Hunden und Katzen beschäftigt und bin jetzt seit 10 Jahren am Institut für Tierernährung tätig. Ich habe dort auch meine Ausbildung zum österreichischen Fachtierarzt gemacht und auch zum European Diplomat, also zu einer international anerkannten Fachausbildung. Und mein Hauptaufgabengebiet ist eben die Ernährungs- und Diätberatung, vor allem von Hunden und Katzen. Ja, wenn man über richtige oder gesunde Ernährung Gedanken macht, muss man sich natürlich erst einmal überlegen, wozu nehmen Tiere überhaupt Nahrung auf, was für Nährstoffe brauchen sie. Und der erste Punkt ist natürlich die Energie, die die Tiere zu sich nehmen müssen. Die ist in erster Linie natürlich notwendig zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur, aber natürlich auch für Bewegung. Selbstverständlich hat natürlich die Bewegung einen entsprechend großen Einfluss auf den Energiebedarf dann auch. So wie bei uns ist es auch bei den Hunden und Katzen so, Fett hat den höchsten Energiegehalt, eben auch für Hunde und Katzen, gefolgt von Eiweiß, gefolgt von den Kohlenhydraten. Also auch hier sind die fettreichen Nahrungsmittel die mit dem höchsten Energiegehalt. Ein nächster wichtiger Punkt ist das Eiweiß oder eigentlich die Aminosäuren, also die Eiweißbestandteile, die aufgenommen werden müssen. Im Prinzip besteht ja der gesamte Körper aus Eiweiß, also jede Körpersubstanz, seien das jetzt die Muskeln, die Knochen, das Bindegewebe bestehen aus Eiweißbestandteilen, auch die Muskeln natürlich und zum Beispiel auch das Immunsystem, also die Antikörper, im Prinzip alles im Körper besteht aus Eiweiß. Calcium und Phosphor ist klar, ist natürlich in erster Linie notwendig zum Aufbau der Knochen und Zähne, also für das Skelett, hat aber auch noch andere Funktionen,
Kalzium zum Beispiel ist auch notwendig für die Blutgerinnung und die Muskelkontraktion und Phosphor ist auch notwendig für die Nervenleitung und für die Kommunikation zwischen den Zellen. Magnesium kennen Sie wahrscheinlich, ist notwendig auch für die Nerven- und Muskelfunktion. Wissen wir von uns, wenn man zu wenig Magnesium hat, dann bekommt man Muskelkrämpfe oder eben Leute, die sehr sportlich sind, sollen viel Magnesium zu sich nehmen. Kalium, Natrium und Chlor, das sind so diese sogenannten Elektrolyte, wie man sie auch nennt, die sehr wichtig sind für den Blutdruck, für den Säure-Basen-Haushalt, für den Wasserhaushalt des Körpers, auch wiederum für Transportvorgänge im Körper natürlich. Bei Hund und Katze ist das jetzt ein bisschen anders als bei uns Menschen, weil Hunde und Katzen ja kaum schwitzen. Also diesen Salzverlust, den wir Menschen haben durch das Schwitzen, der fällt ja bei Hunden und Katzen im Prinzip weg. Dann das Eisen kennen Sie sicher auch, ist notwendig für den Sauerstofftransport. Das ist eben hauptsächlich im roten Blutfarbstoff oder auch Muskelfarbstoff drinnen, wo eben dieses Eisenmolekül notwendig ist, um den Sauerstoff zu binden und zu transportieren. Kupfer spielt auch eine wichtige Rolle im Körper, also ist einerseits Bestandteil des Pigments, also alles, was dunkelbraun oder schwarz ist, braucht viel Kupfer, um dieses Melanin zu bilden, aber auch wieder in den Nerven, für die Nervenfunktion ist es wichtig und für die Blutbildung. Auch Zink hat vielfältige Aufgaben, also auch in vielen Enzymen wirkt es, ein sogenannter Kofaktor im Kohlenhydrat, im Fett, im Eiweißstoffwechsel, also eigentlich in so ziemlich allen Vorgängen im Körper und es ist auch wichtig für die Regeneration von Haut und Schleimhaut, also ein Symptom von Zinkmangel wäre zum Beispiel eine schlechte schuppige Haut oder auch eine schlechte Wundheilung. Jod kennen Sie auch sicher alle als Bestandteil des Schilddrüsenhormons und Selen ist ein sogenannter Radikalfänger, also das schützt den Körper vor diesen reaktiven Sauerstoffverbindungen, die eigentlich ständig im Körper entstehen und die irgendwie wieder neutralisiert werden müssen. Vitamin A, auch das kennt man von uns, ist Bestandteil des Sehpurpurs, also der Schicht in der Netzhaut, die das Sehen ermöglicht. Das kennt man auch, dass man sagt, Vitamin A brauche ich für die Augen. Vitamin A ist außerdem wichtig für die Entwicklung des Embryos, also für die Fruchtbarkeit und für die Abwehr, für die Gesundheit von Haut und Schleimhaut ist das sehr wichtig. Es gibt pflanzliche Vorstufen davon, das sind die sogenannten Carotinoide, also das sind diese hauptsächlich roten und gelben Farbstoffe, die wir kennen aus Obst und Gemüse, warum das ja auch so gesund ist. Und die können in Vitamin A im Körper umgewandelt werden, aber Achtung, nicht bei der Katze. Die Katze kann das nicht, die muss das Vitamin A in ihre tierische Nahrung aufnehmen. Also wenn Sie einer Katze Karotten füttern, das ist zwar sicher gesund, aber was den Vitamin A-Haushalt angeht, wird da nichts passieren. Das Vitamin D ist notwendig für den Knochenstoffwechsel, für den Kalzium- und Phosphorhaushalt. Das wird ja auch bei uns Menschen in der Haut gebildet, unter Sonneneinstrahlung. Wie gesagt, man muss an die Sonne gehen, zumindest eine Zeit lang. Auch das Hunde und Katzen tun dies nicht. Also sie bilden das Vitamin D nicht in der Haut und müssen es über das Futter zu sich nehmen. Vitamin E ist ebenfalls so ein Antioxidant, also schützt den Körper auch vor diesen oxidativen Verbindungen, vor allem an den Zellmembranen. Und das Vitamin K kennen Sie sicher, ist sehr wichtig für die Blutgerinnung. Also Sie kennen sicher diese Vergiftung durch Rattengift, wo die Tiere Blutungen bekommen, da ist ein Wirkstoff, wirkt eben dem Vitamin K entgegen und darum kommt es eben zu diesen Blutungen dann. Dann haben wir noch das Vitamin C, das spielt bei Hund und Katze eigentlich keine Rolle, weil wir es im Körper selber bilden können. Das können eigentlich die meisten Säugetiere, mit der Ausnahme von uns Menschen und den Menschenaffen und was die Heimtiere angeht, eben das Meerschweinchen. Also die Meerschweinchen von Ihnen haben, wissen das höchstwahrscheinlich, dass man hier aufpassen muss, dass die genug Vitamin C über entsprechendes Grünfutter bekommen. Aber für Hund und Katze spielt das keine Rolle. Und dann haben wir noch die B-Vitamine. Auch die sind in sehr vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt, kann ich hier gar nicht alles aufzählen und sind auch wichtig fürs Nervensystem. Also das war jetzt wirklich nur ein ganz kurzer Überblick, damit Sie ungefähr wissen, worum es geht. Ich konnte Ihnen natürlich stundenlang über diese Dinge hier referieren, aber das ist, glaube ich, für Sie jetzt nicht so spannend.
Was sicher Ihre wesentliche Frage ist, ist, wie wähle ich das richtige Futter? Was ist entscheidend? Worauf muss ich achten? Gibt es gewisse, soll ich jetzt Fertigfutter kaufen oder ist es nicht so günstig? Prinzipiell, wie schon mehrmals heute angesprochen, habe ich eben die Entscheidung, gebe ich ein Fertigfutter oder mache ich das Futter selber? Der klare Vorteil von Fertigfutter ist, es ist praktisch. Ich muss nur diese Dose aufmachen, diesen Sack aufmachen und damit ist die Sache erledigt. Ist natürlich auch der Grund, warum es sehr beliebt ist. Wenn ich das richtige Fertigfutter mir aussuche, dann kann ich auch sicher sein, dass das Tier alle Nährstoffe bekommt. Auch das ist Sinn dieses Futters. Wenn sie eben sogenannte Alleinfutter sind, dann sind sie auch dazu geeignet, dass sie den gesamten Nährstoffbedarf decken und dann brauche ich mir keine Gedanken mehr machen, damit ist die Sache fertig und ich kann sicher sein, dass mein Tier damit gut ernährt wird. Was ich jedoch tun muss, ist, ich muss einfach das richtige Futter auswählen, das natürlich passend sein muss zum Lebensabschnitt. Also ob ich jetzt einen Welpen habe, ob ich einen Erwachsenenhund habe, ob ich einen Senior habe. Die Rasse spielt einen gewissen Einfluss auf den Nährstoffbedarf. Natürlich die Aktivität, wie schon angesprochen, vor allem natürlich auf den Energiebedarf. Aber natürlich auch, ob irgendwelche Erkrankungen vorliegen, die es notwendig machen, dass das Tier eine gewisse Diät einhält. Was ganz, ganz wichtig ist hier, ist, die Vorlieben und auch die Verträglichkeit sind sehr individuell. Also man kann nicht sagen, einfach so, das Futter der Marke X ist super und ist immer richtig für alle Tiere und das Futter der Marke Y ist immer schlecht. Ich werde das auch oft gefragt, nur welches soll ich denn jetzt geben? Und man kann das einfach nicht so generell beantworten, weil es einfach wirklich individuelle Unterschiede gibt, was eben den Geschmack, also die Vorlieben angeht, aber auch welches Futter gut vertragen wird und zu einer schönen Verdauung führt. Ob Sie Feucht- oder Trockenfutter füttern, ist beim Hund prinzipiell egal von der ernährungsphysiologischen Seite. Die sind mit beiden, kommen die sehr gut zurecht, da gibt es auch keine Probleme in irgendeine Richtung. Nehmen Sie das, was das Tier gerne mag und was es gut verträgt. Sie können natürlich auch kombinieren. Bei der Katze ist es so, dass vielleicht reine Trockenfutterfütterung nicht so die gute Idee ist, weil eben doch Katzen, manche jedenfalls, zu wenig Wasser damit aufnehmen, weil sie zusätzlich einfach wenig trinken. Also wenn es möglich ist, würde ich empfehlen, dass man zumindest kombiniert und teilweise eben Feuchtfutter anbietet. Ich weiß, das sage ich jetzt vielleicht, wenn gerade Katzen sind ja da sehr stur oder sind auf ihr Futter geprägt von klein an und eine Katze, die ihr Leben lang Trockenfutter nur bekommen hat, wird man halt nicht umgewöhnen können. Aber wenn es um eine junge Katze geht, der man eben zeigen kann, was es so zu fressen gibt, dann wäre es sicher sinnvoll, dass die beides zumindest kennenlernt. Es gibt in letzter Zeit sehr viele Gerüchte, Internetgeschichten, auch Presseberichte, ganze Bücher darüber, wie furchtbar schlecht nicht Fertigfutter ist und was da nicht alles drinnen ist für, ja, dass das nur aus Abfällen besteht, sogar dass da irgendwelche Tierkadaver verarbeitet werden, dass dann der Hund ja seinen eigenen Artgenossen frisst, der beim Tierarzt eingeschläfert worden ist, dass da ja dann noch die Medikamente drinnen sind und so. Also wirklich Horrorgeschichten, die man da lesen kann, dass das eben nur aus Abfällen gepanscht ist und mit irgendwelchen Geschmacksstoffen aufgepeppt wird. Das stimmt nicht. Ja, das kann ich Ihnen garantieren. Es gibt wirklich gesetzliche Regelungen, was verwendet werden darf. Ja, und das sind alles Geschichten, die sind schon aus diesem Grund einfach nicht möglich in Europa. Ja, das kann man nicht machen, das darf man nicht machen. Ja, es gibt auch keine Dinge wie Füllstoffe oder Lockstoffe, so etwas gibt es nicht. Ja, es werden Aromastoffe selten eingesetzt in der Heimtierindustrie. Wie schon gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Und es gibt jetzt nicht einen Wunderstoff, den ich in mein Futter rühre und alle Tiere sind dann wild darauf. So etwas gibt es einfach nicht. Ja. Auch die Zusatzstoffe, die eingesetzt werden, müssen einem Zulassungsverfahren unterliegen, das auch europaweit geregelt ist. Und da muss natürlich garantiert sein, dass dieser Zusatzstoff keine schädlichen Auswirkungen hat. Ja. Das ist ganz klar. Also bitte, solche Dinge sind einfach nicht zutreffend, muss man so sagen. Ja. Fertigfutter löst auch sicher keine Allergien aus. Auf die Futtermittelallergie komme ich dann noch zu sprechen. Verursacht auch sonst keine Erkrankungen. Also das ist einfach nicht so. Ja,
Gesetzgebung, die das regelt, was verwendet werden darf und was nicht. So ist es, Gott sei Dank. Es gibt dann auch noch eine Menge, ich nenne sie immer alternative Anbieter, also Futtermittelproduzenten, die sehr bewusst in diese Kerbe schlagen, ne, und die eben werben, dass sie keine Zusatzstoffe verwenden, biologisch, natürlich, Vitalstoffe enthalten, solche Dinge. Ja, auf keinen Fall kann man sagen, dass die jetzt alle schlecht sind oder so. Ich möchte nur sagen, wie gesagt, seien Sie vorsichtig, benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Nicht alles, was Sie versprechen, ist A, sinnvoll. Ja, als oft wird hier gesagt, ja, hoher Fleischanteil. Das ist sicher nichts Schlechtes, nur zum Beispiel ein Hund braucht oft gar nicht so viel Eiweiß, wie da drinnen ist. Das ist oft das 3- bis 4-fache. Das braucht der Hund nicht, das ist teuer, das ist einfach nicht sinnvoll. Ja. Manchmal ist es auch schwer festzustellen, ob das tatsächlich alle Nährstoffe enthält. Ja. Es ist eigentlich so gut wie unmöglich, ein Futter herzustellen, ohne Vitamine, Spurenelemente zuzufügen. Ja, das ist fast nicht möglich mit den gängigen Zutaten. Also Futter, wo steht keinerlei Zusätze, frage ich mich, ob das eben wirklich bedarfsdeckend ist. Ja. Es gibt Futter, die potenziell schädliche Dinge wie Zwiebel, Knoblauch, Lauch, Bärlauch drinnen haben, wo ich mich auch frage, ich würde das nicht geben, ganz ehrlich. Ja. Und etwas, das auch mir manchmal auffällt, die Deklaration, die auch gesetzlich vorgeschrieben ist, was auf der Packung zu stehen hat, in welchem Wortlaut, wird von manchen, ich sag mal, kleinen, innovativen Firmen oft nicht eingehalten. Das können Sie natürlich nicht beurteilen, weil Sie das nicht genau wissen. Mir fällt es natürlich auf. Und ich frage mich dann natürlich schon, welche Expertise hat der Hersteller, wenn er nicht einmal weiß, dass es gesetzliche Bedingungen gibt. Ja, also wie gesagt, wenn Sie ein Futter auswählen, es muss für Ihr Tier das Richtige sein, es muss Ihrem Tier schmecken und Ihr Tier muss es vertragen. Wenn Ihnen Ihr Nachbar erzählt, er füttert aber nur das Futter X, das ist so super, und warum füttern Sie das von Y, das ist ja ganz schlecht. Jedes Tier ist anders und jeder Bedarf ist anders. Wenn Ihr Tier mit Ihrem Futter glücklich ist, es gut ausschaut, die Verdauung in Ordnung ist, dann passt es. Ja, lassen Sie sich nicht verunsichern, es muss auch für Ihren Geldbeutel passen. Geld spielt eine Rolle, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Es muss auf Ihren Lebensstil passen. Wenn Sie nicht dreimal am Tag für Ihren Hund kochen können, dann sind Sie deswegen jetzt kein schlechter Hundebesitzer, nur weil Sie ein Fertigfutter geben. Ja, es muss für Sie passen, vertrauen Sie lieber Firmen mit langjähriger Erfahrung als so aggressiver Werbung. Ja, also wenn jemand so aggressiv gegen seine Mitbewerber fast schon schimpft, ja, das ist eigentlich nicht mehr ganz gesetzeskonform, und das nehmen wir bei anderen Produkten ja dann auch nicht ernst. Ja, wenn man sagt, nur wir sind die Besten, alles andere ist Schrott, das kann nicht sein. Also sehen Sie das ein bisschen logisch und mit gesundem Menschenverstand. Ja, und glauben Sie nicht alles, was irgendwo steht. Und wenn Sie eine Frage haben, lassen Sie sich beraten. Ich habe geschrieben von echten Fachleuten, damit meine ich jetzt nicht die Verkäuferin vom Futtersupermarkt, die jetzt sicher das Beste meint, aber halt einfach nicht so eine tiefgreifende Ausbildung hat wie ein Tierarzt. Ja. Fragen Sie den Tierarzt, Ihre Tierärztin, oder fragen Sie uns am Institut für Tierernährung, wenn Sie einfach wissen wollen, was von diesem Hygiene zu halten ist und ob das passt oder nicht. Ja. Die Alternative zu Fertigfutter sind natürlich hausgemachte Rationen. Ich kann das individuell zusammenstellen. Für viele Tierbesitzer ist es ein Faktor, ich weiß, was drinnen ist, ich habe die Zutaten selbst in der Hand, ich fühle mich damit besser. Wenn ein Tier allergisch ist, kann man die natürlich sehr leicht, die Auslöser vermeiden, weil ich einfach mir sicher bin, was ich hier gekocht habe. Natürlich ist es aufwendiger, ich muss ein bisschen Hirnschmalz hineinstecken, und es ist gerade für große Hunde, kann es auch teurer sein teilweise. Ganz wichtig, hausgemachte Rationen müssen immer entsprechend mit Mineralstoffen und Vitaminen ergänzt werden. Ja? Sie können das nicht nur mit ein bisschen Fleisch, ein bisschen Gemüse ausgewogen machen, das passt einfach nicht, das geht nicht. Ja? Auch ganz wichtig, ich kann die Nährstoffversorgung nicht anhand eines Blutbildes überprüfen. Es wird sogar mittlerweile von einem führenden Labor angeboten, das geht einfach nicht. Der Körper reguliert den Gehalt im Blut in einem engen Spielraum, weil er das braucht fürs Überleben. Ja, das ist so,
Es kann sein, dass die Knochen schon abgebaut sind, weil der Hund so einen Kalziummangel hat und das Kalzium im Blut ist aber noch normal, weil er es einfach aus den Knochen holt, damit seine Nerven, seine Muskeln noch funktionieren. Um festzustellen, ob ein Tier optimal ernährt wird, muss man sich die Fütterung, muss man sich die Ration anschauen, welche Nährstoffe sind da drinnen, was ist der Bedarf und das angleichen. Das ist die einzige Möglichkeit, aus dem Blutbild oder nur zu sagen, dem geht es aber eh gut. Da kann trotzdem schon ein Nährstoffmangel da sein, der sich vielleicht klinisch noch nicht zeigt. Ja. Ich habe hier das mal ein bisschen dargestellt, weil das oft auch so suggeriert wird, wenn man die Ration nur abwechslungsreich gestaltet, dann kann man eh den Nährstoffbedarf decken. Das ist also hier der Nährstoffbedarf von einem 20 Kilo schweren Hund in Prozent. Also hier oben, das wäre 100%, also alles gedeckt, alles da. Und hier haben Sie die verschiedenen Nährstoffe aufgetragen. Das hier ist ein Apfel und zwei Möhren, also zwei Karotten. Ich gebe zu, ich habe es von einer deutschen Kollegin gestohlen. Das wären 350 Gramm Obst und Gemüse. Das ist eigentlich schon relativ viel, würde man meinen, was man eben so gibt. Und Sie sehen, also gerade hier bei Vitamin B6 und Biotin sind wir hier bei 100%. Bei allem anderen hier auch Vitamin A. Dann habe ich wahrscheinlich ein bisschen Carotin drinnen, aber für die Katze wäre das ja irrelevant. Haben hier Vitamin E, alle anderen auch Spurenelemente sind hier wirklich nur marginal vorhanden bei einer doch relativ großen Gemüsemenge. Dasselbe gilt für die Nüsse und Samen und so, auch das wird ja oft schon empfohlen, dass man das geben soll. Hier sehen Sie das Gleiche, also hier haben wir Kürbiskerne, Haselnüsse, Walnüsse und Sonnenblumenkerne. Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, auch wieder hier oben wären 100%, also der Gesamtbedarf eines 20 Kilo schweren Hundes. Und Sie sehen auch hier, dass wir uns hier unten bei, ich weiß nicht, 10% bewegen. Und es müsste ein Hund wirklich fast schon ein halbes Kilo oder so von solchen Nüssen fressen, damit das hier hinkommt. Also damit wollte ich nur mal deutlich machen, eine Ergänzung mit einem entsprechenden Mineralstoffpräparat ist hier auch ganz offensichtlich notwendig. Hier auch noch habe ich Ihnen mal gezeigt den Vergleich vom Nährstoffbedarf von einem erwachsenen Hund von 60 Kilo, das wäre eine Dogge, und von einem erwachsenen Menschen von 60 Kilo, also so ich ungefähr. Sie haben in der ersten Zeile das Eiweiß, also der Mensch braucht ja 48 Gramm, der Hund aber 118, also das ist mehr als das Doppelte. Wenn Sie sich das Kalzium anschauen, der Mensch braucht etwa 1000 Milligramm, also 1 Gramm, der Hund fast das Dreifache. Ja, bei den anderen Phosphor ist es ja auch so. Das heißt, Sie sehen, wenn man hier von sich selber ausgeht, wo man sagt, okay, wenn ich mich abwechslungsreich ernähre, dann kann ich auch meinen Nährstoffbedarf decken, dass man sich hier verschätzen kann. Wenn wir sagen, zum Kalzium, wir essen halt Milchprodukte, das geht sich aus. Tut es ja oft nicht, wie wir wissen. Aber beim Hund kann es sich nicht ausgehen. Also wenn man das hier vergleicht, hier habe ich das Gefühl, dass eben viele Hundebesitzer das einfach falsch einschätzen, weil sie von ihren eigenen Mahlzeiten, was ausgewogen ist, ausgehen und der Bedarf des Hundes ist aber eben doch ein anderer. Ein paar Worte möchte ich noch verlieren zur Rohfütterung, also dem Barfen, das im Moment ein sehr, sehr aktueller Trend ist und wo ich sehr viele Anfragen dazu bekomme von Tierbesitzern. Dazu muss ich sagen, ich bin Wissenschaftlerin, ich kann Ihnen nur Dinge sagen, die bewiesen sind. Es gibt keine rationale Erklärung, warum rohes Fleisch gesünder sein soll. Ja, das gibt es nicht. Dieser Nährstoffverlust durch das Erhitzen, der hier oft postuliert wird, ist in Wirklichkeit gering, gerade beim Fleisch. Ja, und wie ich schon angesprochen habe, ich muss ohnehin die Ration mit Vitaminen, Spurenelementen ergänzen. Das Problem ist auch, dass gerade im Internet und in irgendwelchen Büchlein es sehr viele falsche Informationen gibt von sicher sehr engagierten Leuten, die es gut meinen. Nur sind diese Seiten und Bücher eben zu einem großen Teil von Laien, von veterinärmedizinischen Laien geschrieben und hier werden oft Tatsachen ein bisschen verdreht oder ganz einfach falsche Dinge postuliert.
die einfach so nicht stimmen. Und das Thema wird sehr emotional diskutiert, also fast schon religiös, möchte ich sagen. Und das dann erklärt wird, ja, so wer sind hier noch mit Fertigfutter füttert, der vergiftet das und der ist ein Tierquäler. Und so habe ich alles schon gelesen. Ja. Das ist hier sehr schwierig, gegen emotionale Argumente anzugehen, wenn man sachlich bleiben will. Ich sehe natürlich ein, dass Tierbesitzer besorgt sind, wenn sie eben solche Dinge dann lesen. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Ein Hauptproblem ist, dass die in diesen Büchern und auf Internetseiten vorgeschlagenen Rezepte und Rationen fast immer nicht ausgewogen sind. Ja, wir haben das auch überprüft im Rahmen von Diplomarbeiten und haben uns das angeschaut und das ist eigentlich fast immer falsch, weil eben hier nicht wirklich ein Fachmann dahinter steht. Ja. Es gibt auf der anderen Seite sehr viele Zusatzfutter, Supplemente, Ergänzungen zu kaufen, die einem suggeriert werden, dass man sie bräuchte und die aber eigentlich keinen wirklichen Mehrwert haben. Ja, während auf der anderen Seite wichtige Nährstoffe vernachlässigt werden. Was aber eine sehr reale Gefahr ist, ist natürlich die Übertragung von Krankheitserregern. Es ist ja ein Hauptgrund, warum wir unser Fleisch erhitzen, ist die Abtötung von Viren, Bakterien, Parasiten. Darum hat sich das ja bewährt, darum machen wir das. Ja. Wenn Sie als Besitzerin, als Besitzer hier mit rohem Fleisch hantieren, das vielleicht auch nicht so hygienisch gewonnen und gelagert wurde wie für den humanen Konsum, dann ist hier sehr wohl eine reelle Gefahr da. Und man muss auch bedenken, dass Tiere diese Keime ausscheiden können, ohne zu erkranken. Also zum Beispiel bei Salmonellen weiß man das, die Tiere können das aufnehmen, das Fleisch, die sind vollkommen gesund, die haben keinen Durchfall, aber sie haben Salmonellen im Kot, die für Menschen krankmachend sind. Ja. Also dieses Risiko besteht einfach und ich weise auch immer alle Leute darauf hin, dass man da wirklich hygienisch arbeiten muss, wenn man das denn machen möchte. Und die andere große Gefahr ist eben die von Nährstoffmängeln, weil eben diese Rationen, die man hier findet, nicht ausgewogen sind. Ich habe dazu ein Beispiel von dieser Woche. Ein Golden Retriever, ein Welpe, 10 Wochen alt, derzeit 8,5 Kilo schwer, soll einmal 32 Kilo wiegen, das wiegt sein Vater, und der wird so gefüttert. Also bekommt 300 Gramm verschiedenes frisches, rohes Fleisch, Obst und Gemüse, jeden Tag bekommt er einen Hühnerhals und Knochen und Hanföl als ein wertvolles Pflanzenöl und dann bekommt er 5 Gramm von einem Mineralfutter, das eben speziell ausgelobt ist, dass es optimal sei, um Barfrationen zu komplementieren. Und dieser Besitzerin kam eben zu mir und wollte wissen, ob diese Ration ausgewogen ist. Wenn wir sie uns anschauen, das ist der Nährstoffgehalt an eben Energie, Eiweiß, Kalzium und Phosphor, das sind mal die wichtigsten. Das ist der Bedarf, so wie er eben wissenschaftlich errechnet und nachgewiesen ist. Ja? Also Sie sehen, Eiweiß passt, Eiweiß ist okay. Die Energie ist weniger als die Hälfte. Kann man sagen, naja, hat er halt Hunger, okay. Das Hauptproblem sehen Sie hier mit dem Calcium-Phosphor. Ja? Das bekommt er, obwohl er dieses Mineralfutter bekommt, und das braucht er. Das ist ein Hund von einer großen, schnell wachsenden Rasse, ein Golden Retriever, die noch dazu sehr häufig Probleme mit den Gelenken haben. Also das ist nicht mal ein Viertel, was er braucht. Ja. Wenn wir uns die Ration weiter anschauen, Vitamine, Spurenelemente müssen wir ja auch beachten. Wir haben dieses Mineralfutter. Was ist da drin? Das ist die Information auf der Website. Wir haben Calciumcitrat, also eine Calciumquelle. Wir haben Hefe und Seealgen, das sind die Zutaten. Es sind keine Nährstoffgehalte angegeben, das muss auch nicht sein, ist nicht vorgeschrieben. Aber wenn ich daraus schließe, Calcium ist sicher drinnen, Hefe enthält in erster Linie B-Vitamine, das ist auch was Gutes. Und diese Meeresalgen enthalten in erster Linie Jod, vielleicht auch andere Spurenelemente, aber genau wissen wir es nicht, weil es halt nicht angegeben ist. Er bekommt dieses Öl, das enthält Vitamin E, das ist super, Vitamin E passt. Aber, wenn ich es zusammenfasse, das mangelt alles. Ja, also Calcium, Phosphor haben wir schon angesprochen, ist dramatisch, aber auch diverse andere Mineralstoffe, Vitamine, Spurenelemente. Und das ist genau das, was ich eben schon angesprochen habe, das sind die Dinge, die bei diesen Barfrationen oder selber gekochten, sondern eigentlich immer fehlen.
Nur zur Vollständigkeit halber, was habe ich korrigiert entsprechend? Der bekommt jetzt mehr Fleisch, er bekommt auch fettes Fleisch, weil er ja die Energie braucht, die hat ja auch gefehlt. Obst und Gemüse darf er weiterhin haben, das ist ja, dagegen ist nichts zu sagen, das sind Ballaststoffe, ein paar Vitamine sind drinnen, das ist eher in Ordnung. Den einen Hühnerhals, den darf er auch weiter haben, die Besitzerin möchte das auch gerne, dass er was zu kauen hat für die Zähne, ist auch absolut in Ordnung. Das Öl ist auch absolut in Ordnung, das kann er auch haben. Und dann sehen Sie die Menge. Also das ist ein Mineralfutter, ich darf jetzt nicht die Marke sagen, es ist auch wurscht, ein Mineralfutter, das geeignet ist für diesen Hund. Und zusätzlich noch die Calciumphosphat, also nur Calcium und Phosphor, das ist das, was man bei den wachsenden Welpen in der Regel diese Mengen tatsächlich braucht. Bei einem größeren kann es mehr sein. Also wenn Sie einen Dockenwelpen haben, den können Sie 30-40 Gramm so ein Mineralfutter geben. Mit Knochen alleine können Sie schon, das schafft man nicht, das kann der gar nicht essen, das geht gar nicht. Also das ist ein Beispiel, ich habe es gestern gerechnet, das wirklich sehr häufig ist und hier sehen Sie eigentlich, welche Fehler die Leute machen, wenn sie gutgläubig Informationen von wo übernehmen und Sie können sich vorstellen, das ist ein Welpe, was für Probleme der hätte haben können, hätte die Besitzerin weiter so gefühlt. Die wichtigste ernährungsbedingte Erkrankung ist jetzt nicht, finde ich, die Futtermittelallergie, sondern das Übergewicht. Aber da wird die Kollegin noch ausführlich darauf eingehen. Das ist sicher das häufigste und wichtigste Problem, das wir haben. Ein weiteres, das ich hier jetzt noch kurz ansprechen möchte, ist die Futtermittelallergie. Auch das ist ein häufiges Thema und auch ein sehr, wie soll ich sagen, präsentes Thema. Es scheinen Allergien zuzunehmen bei Hunden und Katzen, so wie auch bei Menschen, wo man nicht wirklich weiß, warum das so ist. Ja, man gibt ja da die Theorien von irgendwelchen Umweltgiften oder zu hygienisches Aufwachsen. Man weiß es genauso wenig. Es ist aber auch so, dass Allergien bekannt sind und natürlich heute diagnostiziert werden. Früher hatte man halt irgendeine komische Krankheit und keiner wusste, was das war. Ja, und heute weiß man das natürlich. Eine Allergie ist eine falsche Antwort des Immunsystems, das wissen Sie sicher, die eben harmlose Substanzen fälschlicherweise als Feind behandelt und hier eine Entzündungsreaktion in Gang setzt. Eine Futtermittelallergie kann sich äußern entweder in Magen-Darm-Symptomen, also typisch ist wechselnde Kotkonsistenz, schleimiger Kot, Blähungen, häufigeres Erbrechen oder eben in Hautsymptomen, also typisch eben der Juckreiz. Die häufigsten Allergien findet man im Prinzip gegen die häufigsten Zutaten, ist klar. Also alles, was am häufigsten vorkommt, gegen das werden auch die meisten Tiere allergisch. Das ist in Europa natürlich also Rindfleisch und Hühnerfleisch. Also es ist in erster Linie wirklich die Eiweißquelle, also die Tierart. Eben Huhn, Rind ist sehr häufig, kann natürlich auch Milchprotein oder Eiweißprotein sein. Natürlich auch die pflanzliche Eiweißquelle, also Soja oder Maiskleber oder solche. Bei Fetten und Kohlenhydraten, also sprich Stärke, ist die Wahrscheinlichkeit, was man so weiß, eigentlich viel geringer, dass da eine Allergie besteht. Meistens ist es eben der Eiweißanteil. Es gibt mittlerweile so sehr viele Hypoallergene oder wie auch immer Diäten, auch im Handel, mit ganz exotischen Zutaten. Es gibt da Känguru und Rentier und Gazelle und ich weiß nicht was alles. So etwas einem gesunden Hund zu füttern, ist sinnlos. Also Sie können es natürlich machen, nur wenn man kann eine Allergie nicht vorbeugen. Wenn der jetzt jahrelang Kängurufleisch bekommt, dann kann er gegen Kängurufleisch allergisch werden. Man kann das nicht vorbeugen oder die Allergie ist nicht schon da, sondern die entwickelt sich. Das Immunsystem muss Kontakt haben. Und wir finden das eigentlich nicht gut, dass es diese exotischen Zutaten gibt, denn wenn ich schon 20 verschiedene Produkte gefüttert habe, wird es nachher schwer, eines zu finden, das der Hund noch nie hatte. Ja? Also wenn der dann eine Allergie hat, was Exotisches zu finden, ist dann schwierig, wenn ich schon 20 Sachen durchprobiert habe. Also wir finden das eigentlich keine gute Entwicklung und bleiben Sie lieber bei den gängigen Dingen. Man kann ja abwechseln zwischen Huhn und Lamm und Rind und all diese Känguru und sonstige Dinge sollten eigentlich wirklich den Allergiepatienten vorbehalten. Ganz wichtig, man kann eine Allergie nicht durch einen Bluttest oder einen Hauttest diagnostizieren. Nicht bei einer Futtermittelallergie.
Es gibt diese Tests, es werden sie angeboten, die Aussagekraft ist leider gering. Ja, also wenn man so, man misst dann Antikörper im Blut, und, aber auch wenn dieses Ergebnis positiv ist, heißt das nicht zwingend, dass das Tier jetzt wirklich allergisch ist. Außer sie haben es eindeutig selber natürlich schon bemerkt. Sie sagen, immer wenn ich Rindfleisch gebe, habe ich Durchfall. Ganz klar. Aber rein auf so einen Test eine Diagnose zu stellen, ist nicht möglich. Ja, das ist leider so. Es müssen auch mal andere Ursachen ausgeschlossen werden. Also eine Allergie ist, wie man so schön sagt, eine Ausschlussdiagnose. Also andere Ursachen für Durchfall und Juckreiz, und denen gibt es viele, müssen diagnostiziert und behandelt sein. Hat das Tier Parasiten? Hat es eine Infektion? Gibt es sonst irgendetwas, was man vorher ausschließen kann? Es ist nämlich auch schon vorgekommen, dass das Tier dann Cortison bekommen hat wegen Allergie und es hatte aber Bandwürmer. Weil eben jemand vergessen hat oder übersehen hat, dass der Hund gar nicht entwurmt war. Also man muss wirklich alles mal abklären und wirklich sich die Mühe machen, alles auszuprobieren und auszuschließen, bevor man sagen kann, okay, wahrscheinlich eine Allergie, weil das andere ist es sicher nicht mehr. Die einzig mögliche Diagnose ist die sogenannte Eliminationsdiät. Das heißt, das Tier muss etwas bekommen, das es noch nie bekommen hat. Das Klassische ist ja dieses Pferdefleisch-Kartoffel, da gibt es halt jetzt schon Futtermittel damit, ist blöd. Ja. Aber es muss etwas, eben eine Eiweißquelle sein, eben eine Tierart und eine Kohlenhydratquelle beim Hund, bei der Katze kann man das auch eben lassen und so nur das Fleisch geben, die das Tier noch nie bekommen hat. Wenn die Symptome darauf hinweggehen, kann man sich sicher sein, das war eine Allergie, jetzt auf das neue Futter ist es gut. Wichtig ist auch, das Tier darf nichts anderes bekommen in der Zeit. Keine Vitamintabletten, keine Wurstblatteln, keine Buttersemmel, keine Kekse von der Hundeschule, da muss man wirklich rigoros sein. Und es muss wirklich über eine Zeit durchgehalten werden. Wenn natürlich die Diagnose feststeht, muss dieses Allergen im Prinzip ein Leben lang vermieden werden. Es gibt hier auch schon geeignete Fertigfutter, die schon erwähnt. Es gibt auch Diäten beim Tierarzt, die man hier sehr gut nehmen kann. Oder dass man eben entsprechend selbst kocht. Für die Eliminationsdiät wird das empfohlen. Ganz wichtig auch hier, viele Tierbesitzer sind dann von, okay, ich habe was gefunden, der Hund verträgt das. Der kriegt jetzt nur Pferdefleisch und Kartoffeln und puh, er hat endlich aufgehört, sich zu jucken. Nein, nein, ich will nichts probieren, ich bleibe dabei. Okay, nur auch daran denken, wir müssen ergänzen. Ja? Sonst haben wir die gleichen Probleme, wie sie angesprochen sind. Ich muss daran denken, auch diese Allergiediät muss entsprechend mit Mineralstoffen, Vitaminen, Spurenelementen ergänzt werden, sonst hat das Tier nachher vielleicht Haarausfall, weil es Zinkmangel hat und nicht mit daher. Damit wäre ich mit meinem Teil jetzt am Ende. Die Kollegin wird Ihnen gleich noch viele praktische Tipps und auch einige Fallberichte präsentieren. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben zum Vortrag oder generell zur Fütterung von Ihrem Tier, wenn Sie ein Futtermittel beurteilt haben möchten, nicht wissen, ist das geeignet, wenn Sie selbst kochen oder roh füttern möchten und sich beraten lassen möchten, Sie können mich anrufen, Sie können mir eine Mail schreiben. Wenn Ihr Tier eine Diät halten muss, abnehmen soll, wenn Sie das Erkenntnis hatten, dass Ihr Tier zu dick ist und Sie etwas machen möchten, Sie können mich anrufen, Sie können mir eine E-Mail schreiben und wir beraten Sie gerne. Dankeschön. Aber ich frage die Experten immer sehr, sehr gerne, wie sie es denn selbst handhaben. Frage, haben Sie ein Tier? Und wenn ja, was füttern Sie? Ich habe weder Hund noch Katze. Ich werde das auch oft gefragt, was würden Sie füttern? Und nachdem ich berufstätig bin und nicht mal Zeit habe, für mich selber zu kochen, würde ich sicher ein entsprechendes Fertigfutter haben. Vielen herzlichen Dank. Ja, noch was war mir sehr wichtig. Ich finde, ich weiß nicht, haben ja viele Katzenfreunde, Katzenhalter, also da, bitteschön, Katzen sind nicht stur, das sind Individualisten. Ja. Entschuldigung, ja, das geht so gar nicht. Wenn ein Tier zu dick ist, ist er selber kaum schuld, weil anders als bei uns Menschen haben wir Tiere in der Nacht so nicht wirklich die Möglichkeit, den Kühlschrank zu öffnen und sich den Bauch noch einmal richtig vollzuschlagen. Also eigentlich ist ja die Diät von einem Tier sehr, sehr einfach. Einfach nichts mehr geben. Für uns selber ist das schon sehr, sehr viel schwieriger. Aber wenn jetzt ein Tier so wirklich dick ist, dann leidet das Tier ja darunter und ich würde meinen, das fällt auch unter Tierquälerei. Ist das so, Frau Fjellner-Köck? Das würde ich schon so sehen, denn ein so
sozusagen der Rasse und dem Alter angepasstes Gewicht, das ist sicherlich auch tierschutzrelevant und für die Gesundheit des Tieres ganz, ganz wichtig. Könnte man sowas sogar zur Anzeige bringen? Das gibt es da immer wieder auf Tiere, die kaum mehr gehen können, weil der Bauch schon mitschleift, so als würden sie gar nicht gefressen haben. Kann man sowas auch anzeigen? Gibt es da wirklich auch Probleme für die Tierhalter? Ich habe so eine Anzeige bekommen, da ging es um Kaninchen, weil ein Kaninchen wirklich mehr oder weniger fast zu Tode fett gefüttert wurde. Aber die Tierhalterin in ihrer Gänsefüßchen, vermeintlichen Gänsefüßchen-Tierliebe, das eigentlich nicht erkannt hat, dass sie dem Tier Schaden anrichtet, dass sie wirklich Schäden verursacht und dass das ja auch Leiden für das Tier bedeutet. Es kommt dann zu Diabetes wie halt auch bei Menschen. Es ist oft leider so, dass Tierquälerei nicht immer passiert, wenn Menschen böse sind, sondern weil sie es oft auch gar nicht besser wissen. Und meine ich eben, und das ist auch der Zugang der Tierschutzombudsstelle, dass welche Bewusstseinsbildung speziell macht bei Kindern und Jugendlichen und auch bei Erwachsenen einen ganz wesentlichen Arbeitsanteil meines täglichen Tuns darstellt, dass halt Tiere eine wertschätzende Behandlung erfahren müssen und dass man ihnen respektvoll begegnen darf und dazu gehört nicht zuletzt auch eine entsprechende Ernährung. Ja, und die Frage ist halt auch, ab wann ist ein Tier jetzt tatsächlich zu dick? Ich selbst gebe zu, ich mag Katzen, die so ein bisschen dicker sind. Ja? Und wenn ein Tier es dann sagt, die Katze sei so rund, dann bin ich eigentlich so gar nicht der Meinung. Mir gefallen sie halt einfach, aber wir haben heute die Fachfrau, die uns dann noch einmal genau erklärt, woran erkenne ich denn tatsächlich, wenn es jetzt genug ist und wann muss ich dann tatsächlich mit den Leckeres aufhören, wenn es doch so schön ist, wenn der Hund mich so dankbar anschaut und die Katze, ach so schön schnurrt, das tut halt einfach auch gut. Ja, noch was, eine Bitte habe ich an Sie, kannst du nochmal ein Abschwenken sozusagen. Ich darf es ja suchen, dass Sie aus Tierschutzgründen auf Futter verzichten, in dem ein Thunfisch drinnen ist. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es Ihrem Tier nicht gut geht, sondern es hat damit zu tun, dass durch die Thunfischbefischung die Weltmeere ausgerottet werden, dass es kaum mehr Thunfische gibt und es hat wirklich, es wäre schön, wenn Sie ganz bewusst auf diese Dosen, auf dieses Futter verzichten. Damit tragen auch Sie einen wirklich großartigen Teil zum Tierschutz bei, weil wenn das Meer mal leer ist, wir können es nicht wieder füllen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, die wir leider Gottes immer wieder vergessen, bitte auf Thunfische zu verzichten. Das ist wirklich ein Herzenswunsch einfach von mir, hat nichts mit diesem heutigen Vortrag. Stimmt das? Freut mich sehr. Gut, jetzt freue ich mich schon auf Ihren Vortrag. Danke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und auch Sie so zahlreich begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Herr Schiffel-Pedit. Auch ich habe an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien studiert, ein bisschen früher wie die Kollegin. Und ich bin Fachärztin für Kleintiere, praktische Tierärztin und lebe und arbeite in Gradkorn in der Steiermark. Und ich möchte Ihnen heute einen kleinen Überblick geben über die Ernährung von Haustieren, die richtige Ernährung von Haustieren und die Probleme, die wir Tierärzte in unserer täglichen Praxis immer wieder sehen. Ausgewogene Ernährung heißt ja eine ausgewogene Versorgung mit Energie und Nährstoffen, um die Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer Haustiere zu erhalten. Gerade Hunde haben eine sehr große Anpassungsfähigkeit an das Nahrungsangebot, die fressen fast alles. Wir unterscheiden kommerzielle Futtermittel, Alleinfuttermittel oder Ergänzungsfuttermittel, aber selbstverständlich ist es auch möglich, wie die Kollegin vorher erwähnt hat, selbst hergestellte Rationen zu verabreichen. Bei gesunden erwachsenen Hunden ist es vernünftig, sie besser in meinen Augen zweimal täglich zu füttern. Wasser sollte immer zur Verfügung stehen. Wie viel der Hund trinkt, ist sehr von der Umgebungstemperatur abhängig, auch davon, wie viel Bewegung er macht und von der Futterart. Wenn Trockenfutter gefüttert wird, brauchen Hunde selbstverständlich mehr Flüssigkeit. Als Faustregel kann gelten zwischen 30 bis 50 Milliliter pro Kilogramm Körpermasse, wobei das weniger wird, je schwerer der Hund wird. Wichtig ist es auch, dass wir alle Zusätze, die wir unseren Hunden verabreichen, auch den Katzen natürlich, Leckerlis, Kauknochen, Zahnpflegestangen, Buttersemmeln etc. in die Ration mit einberechnen,
weil die sind oft, haben oft ziemlich gut sichtbare Folgen. Ich habe Ihnen hier den Energiebedarf von ein paar erwachsenen Hunden, die wir häufig sehen, zusammengestellt. Border Collies, Sie wissen, das sind sehr lebhafte, sehr lebendige Hunde, die sehr gerne und viel Bewegung machen, sehr aktiv sind. Wenn Border Collies weniger als eine Stunde Bewegung machen, haben sie ungefähr einen Energiebedarf von 400 Kilojoule pro Kilogramm Körpermasse. Wenn sie, wie sie es eigentlich sollten, der Rasse entsprechend 3 bis 6 Stunden Bewegung machen, verdoppelt sich der Bedarf fast. Große, weniger aktive Hunde haben einen Energiebedarf, der sogar unter 400 Kilojoule liegt. Und so mittelgroße Mischlingshunde, aktiv, lustig, beweglich, um die 500 Kilojoule. Das sind jetzt Werte, die liegen ca. 20% unter den Werten, die für Versuchstiere in Zwingerhaltung gelten. Die haben einen höheren Bedarf. Zusätzlich spielt natürlich die Rasse eine große Rolle, wie viel Energie ein Hund, speziell Hunde, brauchen und die Haltungsfaktoren. Bei mehr Bewegung wird mehr Energie gebraucht. Aber eine Stunde an der Leine spazieren gehen ist nicht viel Bewegung. Das ist ganz gemütlich für den Hund, da braucht er fast nichts. Sporthunde brauchen deutlich mehr und Arbeitshunde, die zum Beispiel im Polizeieinsatz stehen oder als Rettungshunde arbeiten, brauchen deutlich mehr. Individuelle Schwankungen betragen ca. 30% in jede Richtung. Dann müssen wir natürlich ganz individuell auf jedes Tier eingehen und individuell einschätzen, was unsere Tiere brauchen. Je älter der Hund ist und je träger die Lebensweise, umso geringer ist der Energiebedarf. Docken zum Beispiel haben einen überdurchschnittlichen Energiebedarf von der Rasse her schon, Neufundländer eher einen unterdurchschnittlichen Energiebedarf. Kleine Hunde brauchen im Verhältnis mehr als große, lebhafte mehr als gemütliche. Beim Futtermittel kennen wir jetzt Alleinfuttermittel, die bereits per Definition den Nährstoffbedarf für die angegebene Tierart und das angegebene Alter der Tiere decken müssen, oder Ergänzungsfuttermittel, die zusätzlich zu einem Grundfutter gegeben werden, zum Beispiel Hundeflocken, Gefrierfleisch, Vitamin, aber auch eben diese Vitamin-Mineralstoffmischungen. Diätfutter soll nur verabreicht werden, wenn es vom Tierarzt verschrieben wird. Es macht keinen Sinn, zum Beispiel ein Nierendiätfutter zu füttern, weil man glaubt, man kann dann verhindern, dass das Tier nierenkrank wird. Das Gegenteil ist der Fall, das Tier wird unterversorgt sein. Und selbst die Medikationen stellen, wenn sie richtig gemacht werden, kein Problem dar, aber wir empfehlen sehr, sie immer nachrechnen zu lassen. Jetzt wird es interessant, weil jetzt kommt es darauf an, wie wir selbst unser Tier beurteilen. Sehr oft ist es so, dass zu mir Patienten und ihre Besitzer in die Praxis kommen und ich denke mir, naja, der ist schon ein bisschen dicker und das Faule findet das überhaupt nicht. Das findet das schon super aus und ein bisschen runder ist schon eigentlich viel schöner. Und da gibt es zur Beurteilung des Ernährungszustandes einen Body-Score-Index und da habe ich jetzt 3 herausgenommen. Beim mageren Tier sieht man die Rippen, es hat eine sehr deutliche Taille und es sind oft auch die Beckenknochen, also die Beckenknochen mit die dort Fortsätze der Lendenwirbelsäule sichtbar. Ein idealgewichtiges Tier ist gut proportioniert, hat eine sichtbare Taille und leicht fühlbare Rippen. Ein übergewichtiges Tier, da sind die Rippen nicht mehr fühlbar, das Ganze Tier ist eher tonnenförmig und wir haben massive Fettdepots an den Lenden und am Schwanzansatz, die sogar oft fälschlicherweise für Hauttumoren gehalten werden. Dabei sind es nur Fettdepots. Und die Teile sehen wir auch nicht mehr. Und da haben wir jetzt 3 Beispiele. Hier sehen Sie einen sehr, sehr, sehr mageren Hund. Dem ist es sehr schlecht gegangen. Er ist aus einer Tötungsstation gekommen und er hat eine chronische Darmerkrankung und der wird nie wirklich gut aussehen, aber bei dieser Besitzerin geht es ihm gut. Aber Sie sehen hier ganz deutlich die Rippen. Sie sehen hier die Dornfortsätze der Lendenwirbelsäule und Sie sehen die
sehr stark aufgezogenen Bauch. Das Gegenteil ist hier der Fall. Das ist, sagen wir, etwas besser gefühlt. Mit einem tonnenförmigeren Körperbau und so die Taille ist es nicht mehr ganz gut. Und das Ganze noch einmal von oben. Auch hier wieder gut sichtbar die Lendenwirbelsäule und vor allem auch die Beckenknochen. Und hier sehen wir eigentlich vom Knochen gar nicht mehr viel. Den haben wir auf die Ecke gesetzt. So sieht er aus, der ist leider von vorne, und ich weiß, man sieht es nicht so gut, aber der ist ein hübscher, schlanker, vitaler Hund. Das Übergewicht ist ja nicht nur vielleicht nicht so schön, sondern es führt einfach zu chronischen Gesundheitsstörungen, wie speziell bei der Katze, der Diabetes mellitus, und natürlich auch beim Hund, auf der Katze ganz im Besonderen, zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zu Verdauungsstörungen aller Art. Das Übergewicht kommt bei kastrierten Tieren häufiger vor, weil kastrierte Tiere erhöhte Fresslust zeigen mit gleichbleibendem oder sogar niedrigerem Energiebedarf. Die schauen dann so traurig und dann kriegen sie Vitaminsnacks oder Buttersemmel zum Frühstück. Oder sie dürfen, weil ja noch was übrig ist vom Mittagessen, die Teller ausschlechten. Und das alles zusätzlich zum sehr reichlichen Nahrungsangebot. Wenn ich jetzt weiß, mein Kind ist zu dick und ich muss was ändern, werde ich als erstes versuchen, die Energiezufuhr zu reduzieren und die Energieabgabe zu erhöhen. Das heißt, ich werde laufen, spazieren gehen, spielen, Porto schmeißen. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, das zu erhöhen. Unser Ziel ist, ungefähr 60% des Erhaltungsbedarfs bezogen auf das Zielgewicht, das der Hund erreichen soll. Das wäre schön. Am leichtesten geht das Abnehmen mit einer Reduktionsdiät. Eine Reduktionsdiät ist energieärmer als ein Standardfutter, aber rohfaserreicher. Sie ist fettärmer, hat aber einen höheren Eiweißanteil, um die Muskulatur zu erhalten. Es gibt entsprechende gute Produkte von verschiedenen Herstellern. Die sogenannten Leitprodukte sind nicht als Reduktionsdiät geeignet. Das ist ganz wichtig, glauben Sie nicht, wenn Sie irgendwas Leit geben, dass der Hund davon abnimmt. Das ist wie bei den menschlichen Leitprodukten. Am leichtesten geht das Abnehmen, wenn die Tagesration auf 2, vielleicht sogar 3-mal aufgeteilt wird. Dann ist es ganz wichtig, dass Sie sich das, was das Tier bekommen darf, vom Energiebedarf her einmal abwiegen und abmessen in einer Schale, in einer Kaffeetasse, wie viel es wirklich ist. Und natürlich muss man Hunde belohnen. Wenn man in der Hundeschule ist, muss man sie belohnen. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, wo zwischendurch was gegeben werden darf. Aber diese Häppchen müssen Sie aus Tagesrationen nehmen. Das heißt, man muss sich auch die Belohnung abwiegen, extra ins Sackerl legen und dann kann man es geben. Es ist auch Geschichte, die Tiere regelmäßig abzuwiegen, schon allein wegen dem Erfolg. Und eben keine zusätzliche Nahrung, aber dafür Bewegung, Spaß und Spiel. Haben Sie es oben? Ja. Ja. Doch, na, doch. Das also nicht alle, ein bisschen weiter. Ist jetzt besser? Entschuldigung. Ja. Beim Abnehmen allgemein ist auch wichtig, dass das Vorhaben gut kommuniziert wird. Es ist wichtig, dass alle Mitglieder der Familie mitziehen. Es ist wichtig, dass Freunde informiert werden und dass vor allem auch die Nachbarn informiert werden. Weil sonst füttern sie ihren Tieren das teure Diätfutter und der nimmt nicht ab und sie verstehen es gar nicht. Und dann kommen sie drauf, dass der, weil er so traurig schaut, halt dann doch ein bisschen was zusätzlich gibt. Das sollte zu vermeiden sein. Als Dauer nimmt man an ungefähr 4 bis 6 Monate, je nach Vorgewicht. Jetzt gibt es spezielle Lebensphasen, die auch eine spezielle Anforderung an die Ernährung stellen. Das ist im Besonderen die Trächtigkeit der Säugeperiode, das Wachstum und das Seniorenalter. Hier haben wir eine
Hier haben wir eine Hündin, die hat einen Wurf mit 11 Welpen. Die sind jetzt 3 bis 4 Wochen alt und sehr hungrig. Und Sie sehen hier ein vollständig angebildetes Gesäuge, das sehr gut milchführend ist. Und die Hündin schaut eigentlich sehr schön aus. So soll es sein. Beim Hund steigt der Nährstoffbedarf in der zweiten Hälfte der Trächtigkeit an. Üblicherweise erhalten, also praxisübliche Rationen enthalten aber meistens genügend Nährstoffe. Eine normalgewichtige Hündin sollte bis zur Geburt ca. 25% ihres Körpergewichtes zunehmen, damit sie dann während der Säugezeit so aussieht. Meerschweinchen. Französische Bulldoggen. In der zweiten Trächtigkeit. In der zweiten Trächtigkeitshälfte steigt jetzt der Bedarf je nach der Größe des Wurfes. Also bei uns beim vorherigen 11-Welpenwurf auf sicher das 1,5-fache und während der Säugezeit bei kleinen Würfen auf das Doppelte und bei großen Würfen auf das bis zu 4-fache. Also diese Hündin, die Sie vorher gesehen hatten, braucht sicher die 4-fache Energie. Ein ganz, ganz wichtiges Anliegen ist mir die Ernährung von Welpen. Wir beginnen mit der Beifütterung je nach Milchproduktion des Muttertieres und je nach Wurfgröße in der 3. bis 4. Lebenswoche. Es ist sinnvoll, dass das Beifutter, also dass die Hunde dann zusätzlich zur Muttermilch bekommen, auch als Alleinfutter geeignet ist, damit dann keine Futterumstellung erfolgen muss. Nach dem Absetzen sind die Welpen dann 3-mal täglich zu füttern und Wasser muss immer zur Verfügung stehen. In der Welpen- und Junghundernährung ist es so, dass nach dem Absetzen in der 8. Lebenswoche die eine sehr, sehr wichtige Entwicklungsphase beginnt. Es gilt jetzt eine Energieüberversorgung zu vermeiden, um zu schnelles Wachstum zu verhindern. Das heißt, besonders rasch wachsende Junghunde sollen restriktiv gefüttert werden. Sie sollen nicht zu schnell wachsen und sie sollen mager, eher schlank sein. Der kleine Kerl natürlich, ja, braucht schon ein bisschen was. Besondere Vorsicht ist eben bei solchen großwüchsigen Rassen, wie eine Rottweilerhündin von 3 Monaten geboten, weil eben dieses zu schnelle Wachstum Störungen in der Entwicklung des Skeletts begünstigt. Man soll aber jetzt das übermäßige Wachstum nicht durch eine Eiweißrestriktion verhindern, sondern im Gegenteil eine hohe Eiweißqualität füttern, also Fischfleisch, Ei, Milcheiweiß. Das ist besser als Bindegewebseiweiß oder pflanzliches Eiweiß. Und ganz wichtig, wie schon vorher erwähnt, ist das Verhältnis von Kalzium und Phosphor sollte zwischen, also über 1:1 und unter 2:1 liegen, weil Welpen sehr, sehr empfindlich gegenüber Kalzium über- oder Unterversorgung sind. Alleinfuttermittel für Welpen gewährleisten eine korrekte Versorgung mit diesen Mineralstoffen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn man es besonders gut machen will. Und hausgemachtes Futter, Fertigfutter und Mineralstoffergänzung mischt, weil dann kommen komplizierte Rationen mit sicher nicht passenden Verhältnissen heraus. Viele sogenannte Kalktabletten enthalten nicht genug Kalzium, um eine hausgemachte Ration für einen Welpen zu ergänzen. Und Humanpräparate eignen sich prinzipiell nicht als Kalziumergänzung für Hunde. Auch Knochen eignen sich meiner Meinung nach nicht als Kalziumergänzung. Erstens ist das Verletzungsrisiko relativ groß, die Dosierung ist schwierig bis unmöglich und in großem Maß gegeben führen sie zu Verstopfungen bis zu ganz starken Knochengrundverstopfungen, die sehr schwierig zu beheben sind. Die nächste Stufe ist die Ernährung im Seniorenalter. Ab dem 7. Lebensjahr nimmt der Energiebedarf ab, das heißt, wir müssen die Futtermengen wieder anpassen. Es muss gute Eiweißqualität gefüttert werden, wieder Fleisch, Milch, Eiprotein. Die Rohfaserversorgung wird etwas angehoben. Wichtig
geht es auch, dass Seniorenfuttermittel nicht zu phosphorreich sind, weil da schon oft eine leichte Nierenfunktionsstörung da ist. Und es ist auch vernünftig, die Fütterung auf mindestens 2, vielleicht 3-mal aufzuteilen, um den Verdauungstrakt nicht zu sehr mit großen Futtermengen zu belasten. Und Katzen sind keine kleinen Hunde. Sie wollen ganz andere Dinge als Hunde. Katzen sind strikte Fleischfresser, wollen Kohlenhydrate nicht so gut verdauen und verwerten, brauchen die essentiellen Aminosäuren Arginin und Taurin und sind, wie schon vorher erwähnt, sehr wählerisch und wenn sie einmal auf ein bestimmtes Futter geprägt sind, sehr schwer umzustellen. Für Katzen gilt, junge, intakte Kater, unkastrierte Kater haben einen sehr hohen Energiebedarf. Kastrierte Tiere, die dann mehr Körperfett und weniger Muskelmasse haben, haben auch einen niedrigeren Energiebedarf. Und schwerere Tiere, außer wenn sie einer so großen Rasse wie diese Katze angehören, haben auch aufgrund mehr Fett und weniger Muskelmasse einen niedrigeren Energiebedarf. Ja, diese Katze wiegt sicher 7,5 Kilo, vielleicht sogar 8, ohne dick zu sein. Die ist muskulös. Aber die ist so groß. Nein, das wollen wir nicht. Unsere Katzen sollen nicht so dick werden. Katzen fressen gerne häufig kleine Futtermengen. Mein Prinzip ist es, Katzen 3-mal täglich zu füttern. Ich mag es nicht, wenn Futter den ganzen Tag herumsteht, weil speziell Wohnungskatzen zu Dauerfressern werden. Die gehen die ganze Zeit beim Schüssel vorbei und nehmen 2 Häppchen. Und dann schauen sie so aus. Und wenn sie einmal so ausschauen, ist es ganz, ganz schwierig, das Gewicht wieder herunterzubringen, speziell bei Wohnungskatzen. Wasser muss immer zur Verfügung stehen und wenn Sie Katzen haben, die nur in der Wohnung sind, ermuntern Sie sie zu spielen, werfen Sie ihnen ihre Mäuschen, versuchen Sie sie zu bewegen. Eine häufige Frage, die uns gestellt wird, ist, sollen wir Trocken- oder Feuchtfutter füttern? Ich finde prinzipiell, beides ist möglich. In meinen Augen ist es am günstigsten, sowohl als auch zu füttern, also vielleicht 2-mal täglich eine Portion Feuchtfutter und mittags eine kleine Portion Trockenfutter. Ausschließlich Trockenfutter halte ich für nicht ideal, weil Katzen sehr häufig zu wenig Flüssigkeit aufnehmen und es dann zu Problemen kommen kann. Außerdem ist Trockenfutter sehr energiereich und es schaut sehr wenig aus, was die Katze bekommt und es ist aber eigentlich sehr viel. Auch diese Futterbrunnen, die da herumstehen und wo immer was runterkommt, das halte ich für keine gute Sache für Katzen. Die Trächtigkeit bei der Katze, da ist ein kleiner Unterschied zum Hund. Unsere europäischen Kurzhaarkatzen, die weiblichen, haben ein Normalgewicht von ungefähr 2,5 bis 3,5 Kilogramm. Und das Gewicht zur Geburt sollte das Normalgewicht plus 50% sein. Und zwar deshalb, weil der Energiebedarf während der Laktation von Katzen nicht vollständig ersetzt aufgenommen werden kann. Das Gewicht während der Säugezeit kann nicht gehalten werden, weil die Katze gar nicht so viel fressen kann. Das heißt, die nehmen automatisch ab. Und jetzt kommen wir zu dem Bernie. Das ist ein Fall aus unserer Praxis, aus dem letzten Jahr. Der Bernie ist eine 3 Monate alte Hauskatze, der so kam. Der ist nicht sediert, der hat keine Narkose, der konnte nicht gehen. Und wenn Sie hier genau schauen, das Abtasten der Gliedmaßen war sehr schmerzhaft und hier sehen Sie auch eine kleine Beule. Und im Vorbericht haben wir erwogen, dass diese Katze, weil sie einfach das Fertigfutter nicht fressen wollte, verschiertes Rindfleisch bekommen hat ausschließlich und dann auch nichts mehr anderes fressen wollte. Das ist das Röntgenbild von Bernie. Sie sehen hier eine ganz stark verkrümmte Wirbelsäule. Und Sie sehen hier ganz dünne Knochen mit einer ganz geringen Schattendichte. Und hier sehen Sie einen Knick im Knochen, das ist ein frischer Bruch. Wir im Vergleich
Ein gesundes Wurfgeschwister, so sieht ein normal verkalktes Skelett einer Jungkatze aus. Hier noch einmal nur die Oberschenkel herausprojiziert, hier eine frische Fraktur, hier eine in Abheilung begriffene und hier eine fast abgeheilte und hier das Ganze noch einmal von der anderen Seite. Unsere Diagnose war ein sogenannter ernährungsbedingter Hyperparathyroidismus. Ein sogenannter ernährungsbedingter Hyperparathyroidismus, das ist eine Art von Osteoporose, die aufgrund des chronischen Kalziummangels durch die ausschließliche Rindfleischfütterung zustande kommt, weil in diesem Fall Kalzium aus dem Knochen mobilisiert wird, das wird ausgebaut, der Knochen wird immer weicher und weicher und kann am Ende auch ganz normalen physiologischen Belastungen nicht mehr standhalten und bricht dann. Und dann kommt es zu diesen sogenannten Grünholzfrakturen im Skelett. Und das ist die erfreuliche Nachricht. Nach der Umstellung auf kommerzielles Alleinfutter mit einem ausgewogenen Calcium-Phosphor-Verhältnis hat sich der Berne sehr schnell erholt. Und das ist jetzt ein Foto von den Geschwistern. 6 Wochen später, es sind alle Brüche abgeheilt. Er läuft wieder ganz normal. Er hat natürlich die Verkrümmung der Wirbelsäule behalten, aber das wird ihn nicht wahnsinnig beeinträchtigen. Und er ist wieder eine fröhliche Katze. Hier ein anderes Hoppala. Hier wurde uns ein 6 Monate alter Chihuahua mit ca. 1 bis 1,5 Kilo gebracht, der plötzlich gewürgt hat und Erstickungsanfälle hatte, nachdem er mit seinem Härchen um einen Kauknochen gerauft hat und den damals Ganzes geschluckt hat. Und Sie sehen ihn hier in der Speiseröhre stecken. Das kommt immer wieder mal vor und die sind recht schwierig zu entfernen, speziell wenn sie schon länger stecken und das nicht gleich bemerkt wird. Also Vorsicht mit so Raufspielen und Klochen. Hunde können alles Mögliche auf einmal schlucken. Und jetzt habe ich noch ein Anliegenthema von mir, speziell jetzt für die Besitzer großer Hunde, und zwar die Magendrehung. Die Magendrehung hat jetzt nicht nur mit der Ernährung was zu tun, aber doch auch ein bisschen. Sie kommt hauptsächlich bei Hunden großer Rassen vor. Dieser Hund hat keine Magendrehung. Er passt gut und außerdem ist er so schön. Auslösende Faktoren können sein, das Herumspringen nach der Fütterung, die Aufnahme von verdorbenem oder gärungsfähigem Futter, überhaupt eine krankhafte Gasbildung im Magen und prinzipiell ist zu sagen, dass erkrankte Tiere nie nüchtern sind, die haben immer Futter im Magen. Zur Drehung kommt es, weil der Hundemagen sehr locker aufgehängt ist und es bildet sich dann, wenn jetzt gärungsfähiges Futter im Magen ist. Das kommt auch häufig vor bei Hunden, die in Reitstellen sind und dann über die Pferdefuttersäcke gehen. Die kommt da auf, dann ist gut drüben Schnitzel drin, die sich gut bewegen lassen. Dann kommt es zu einer Gasblase und durch eine Bewegung dreht sich dann, knickt der Magen zuerst und dreht sich dann um. Und wir haben dann am Mageneingang und am Magenausgang eine abgeschnittene Blutzufuhr. Und auch das Gas kann nicht mehr nach vorne oder hinten weiter. Es kommt zu plötzlichen großen Schmerzen, zu einer plötzlichen Verhaltensveränderung. Die Hunde sind entweder ganz ruhig und wollen gar nicht mehr aufstehen oder sie werden ganz unruhig. Die Tiere hecheln, speicheln, versuchen zu erbrechen, können es aber nicht, weil es geht ja nicht, der Magen ist ja zu. Und es kommt dann zur Gasfüllung des Magens. Hier sehen Sie einen riesigen, fußballgroßen, mit Luft gefüllten Magen. Und hier ist auch schon sekundär der Dünndarm mitgefüllt. Und in der Folge zum Schock und zum Tod des Tieres, wenn nicht sehr schnell gehandelt wird. Der Verlauf ist binnen weniger Stunden tödlich. Es kommt bereits in der 2. Krankheitsstunde zum Absterben der Magenschleimhaut und das ist ein ganz dringender Notfall. Hier ist es wichtig, dass Sie als Tierbesitzer sofort reagieren, sofort auch telefonisch anvisieren. Das ist eine Diagnose, die wir eine der wenigen Diagnosen, die wir fast am Telefon stellen können, damit wir die Ärzte dann schon wissen, was uns erwartet und auch die Vorbereitungen treffen können. Die Erfolgsaussichten sind
umso besser, je rascher operiert wird. Als Vorbeugung kann man versuchen, die Hunde zu ruhigem, stressfreien Fressen anzuhalten, damit sie möglichst wenig Luft schlucken, keine großen Mahlzeiten zu füttern, besser zweimal täglich kleinere Mahlzeiten, nach dem Essen die Tiere ruhen zu lassen, nicht sofort spazieren zu gehen oder zu spielen mit ihnen und auch hygienisch einwandfreies Futter geben, das nicht schon stundenlang herumgestanden ist, speziell im Sommer. Achtung auch bei der Zugabe von bestimmten Mineralsalzen, da kann in Verbindung mit der Magensäure im Magengas entstehen, auch das sollte man vermeiden. Ja, und jetzt hoffe ich Ihnen einen kurzen Überblick gegeben zu haben und danke für Ihre Aufmerksamkeit.